Was denkst du, wo kann man das meiste Geld machen? In Evergreen Harbor oder doch auf Solani? Du siehst ja bereits, die Jungs sind in Evergreen Harbor. Justin macht gerade seine Hausaufgaben und Anthony unterhält sich da mit jemandem. Eigentlich sollte er im Müllcontainer wühlen. Ich habe vorhin alle Inventare leer gemacht, sodass wir gleich einen kleinen Vergleich haben. Ich möchte die Zeit nutzen, um mit den Jungs, ja, nach wertvollen Sachen zu suchen. Denn wir brauchen wieder Geld. In der nächsten Folge soll das nächste Haus stehen und ich bin schon sehr gespannt, wer es sein wird. Und generell können die Jungs doch auch mal ein paar Mädels kennenlernen. Besonders Justin. Denn er ist Vampir. Er sollte etwas Plasma trinken. Mal schauen, ob es gut geht. Wow, seit wann steht denn der Kühlschrank hier? Heute Nacht hat er schon das erste Mal Plasma getrunken. Und das hat ganz gut geklappt. Mal schauen, ob es jetzt auch funktionieren wird. Aber das sieht gut aus. Das klappt sehr gut. Aber seit wann ist der Kühlschrank da? Das irritiert mich. Wühl nochmal nach Einrichtung und du bist hier irgendwie am Verbrennen. Kann das sein? Anthony, vielleicht kannst du hier in dem hinteren mal nach Einrichtung wühlen. Und er schmilzt mir hier fast weg. Ja, ich denke, hier fühlt sich Justin doch gleich viel wohler. Wir sind wieder auf dem Grundstück und wir können ein paar Zitronen ernten. Das ist doch super. Du hast hier einen Trank oder Farbstoff. Ich weiß nicht, sollen wir den verkaufen oder behalten? 80 Simoleons, wir verkaufen den erstmal. Ich schaue mal eben im Haushaltsinventar, denn das meiste kommt ja hier rein. 140 Simoleons. Wenn wir verkaufen, denn wir haben hier schon einen Tisch. Einen Herd brauchen wir im Grunde nicht. Deswegen verkaufen wir diesen auch. 25 Simoleons. Und nochmal 25 Simoleons. Ja, das war doch schon eine stolze Summe. Ich weiß nicht, wollen wir jetzt schon Patchy platzieren? Dann kann er sich ja hier um den Garten kümmern. Die Zitronenbäume werde ich jetzt mal verkaufen, denn ja, wir haben zwei. Oh, Anthony, dir geht's richtig schlecht. Du bist müde und brauchst unbedingt eine Dusche. Dann dusch doch hier mal. Soll Dara den Klassenkameraden Malcolm zu sich einladen? Ja, falls sie ihn kennenlernen möchte, warum nicht? Mal schauen, wer ist Malcolm? Ich bin sehr gespannt, ob die Tür zu bleibt für Daria. Ah, das sieht ganz gut aus. Letztes Mal hatte ich da ein paar Probleme. Und Malcolm ist von Familie Landgrab. Ach, cool. Okay, Brooklyn. Warum ist Laura hier wieder drin? Also ich habe so langsam die Befürchtung, okay Laura, du hast die beste Laune. Diese Haustür ist ja eine Haupthaustür. Ich denke, das funktioniert nur, wenn wir eine Haupthaustür haben. Ich ziehe dann hier einfach so eine Wand und platziere einfach irgendeine Tür. Mal schauen, ob ich die als Haustür festlegen kann. Genau, diese lege ich jetzt als Haustier an. Es macht keinen Sinn, ich weiß. Aber das ist einfach nur eine Testphase. Die Mädels sind auf Solani angekommen. Daria und Laura. Brooklyn ist in ihrer Theater-AG. Sie möchte natürlich was erreichen, aber sie möchten wohl erstmal schwimmen gehen. Und Laura wird sich gleich bestimmt auch in eine Meerjungfrau verwandeln. Ich denke, Laura fühlt sich hier am wohlsten. Und jetzt siehst du ihre Meerjungfrauenform. Aber ihr seid einfach zu angespannt heute. Ich denke, das wird nichts mit der Muschelsuche. Da, du bist am Schnorcheln. Solani liebe ich einfach bei Sonnenuntergang. Das ist doch einfach traumhaft schön hier. Brooklyn ist aus der Theater-AG. Und du siehst hier schon ihre Laune. Sie ist sehr aufgebracht. Warum? Weiß keiner, aber du kannst hier Muscheln suchen. Es stört wohl nicht, wenn du total wütend bist und einen richtig geilen Gang drauf hast. Und du siehst auch bereits, dass sie einige Strickprojekte gemacht hat. Diese werden wir natürlich auf Plopsy anbieten. Ich glaube, diese Socken waren hier ausgezeichnet, normal und das ist eine schlechte Qualität. Also die einzige, die hier fleißig ist, ist Brooklyn. Und dabei muss sie sich ja nicht wirklich anstrengen. Denn sie ist die Einzige, die ein Haus schon besitzt. Daria dachte sich, sie macht erstmal ein paar Selfies. Und Laura macht ebenfalls ein paar Selfies. Na, vielleicht haben sie jetzt eine bessere Laune, um irgendwas zu sammeln. Aber das sieht nicht danach aus. Ja, Laura nutzt die Zeit und schreibt etwas in ihrem Tagebuch. Justin ist gerade auch aus der Arbeit gekommen und hat 160 Simoleons mit nach Hause gebracht. Das ist schon eine sehr schöne Leistung. Oh, Laura, du kannst endlich
endlich hier auch mal nach Strandgut sammeln. Zusammen am Strand nach Muschelsuchen. Macht das mal. Sie schwimmt freiwillig und sie hasst Fitness. Warum tust du das? Und wieder bei den Jungs angekommen. Justin und Toni spielen erstmal eine Runde Fußball. Ich finde das richtig klasse, dass die zwei sich so gut verstehen. Die Mädels habe ich hingelegt und Anthony schläft auch bereits schon, natürlich im Zelt. Und ich würde mal die Zeit nutzen, um alles zu verkaufen. Ja, du hast natürlich nicht viel gemacht, Daria. Das bin ich nicht gewohnt von dir. Du hast ein paar Bilder gemacht, aber die sind immerhin 12 Simoleons wert. Ja, Laura, auch du hast nur ein paar Bilder gemacht und die sind gerade mal 7 Simoleons wert. Und Brooklyn war die einzige, die richtig fleißig war. Ich werde hier eine Ananas einpflanzen. Die anderen werde ich verkaufen. Also ist das Fazit, dass wir in Evergreen Harbor einfach mehr Geld verdient haben. Wir haben 5.566 und davon soll ich das nächste Haus bauen? Ich glaube ja nicht. Deswegen werden morgen alle einen Gelegenheitsjob annehmen. Oh, Justin, hier ist doch dein nächstes Opfer. Wenn ich mich recht entsinne, ist er kein Vampir. Er müsste Magier sein. Einen kleinen Trank oder einen ausgiebigen? Machen wir mal diesen hier. Mal schauen, ob es kein Fehler war. Er macht erstmal Liegestütze. Klappt doch schon mal ganz gut. Also es hat auf jeden Fall geklappt. Gute Nacht. Justin, du fühlst dich am besten. Vielleicht solltest du als erstes den Gelegenheitsjob annehmen. Ich denke, du solltest einfach das hier machen. Rasen pflegen. Ich hoffe, an dem Tag ist dort keine Sonne. Mal schauen, was könnte Brooklyn machen? Die kann gut stricken, aber erreicht es. Sandskulpturen, Preisrichter. Charismafähigkeit Level 1. Ich weiß nicht, wie die Charismafähigkeit bei ihr aussieht, aber wir könnten es mal probieren. Toni, mach du mal den Bonsai schön. Und hier hat am Strand jemand was verloren. Dumm oder diskret? Das könnte doch Toni machen. Und Daria ist, glaube ich, noch die Einzige, die keinen Job hat. Ja, sie macht einfach ein paar Fotos. Und da müssen wir tatsächlich nach Solani fahren. Ist in Ordnung, wenn wir machen. Laura hat noch keinen Job. Okay. Ja, und sie versucht es einfach mal mit dem Gaming hier. Und Daria, wir fahren nach Solani. Da waren wir ja schon lange nicht mehr. Ich nutze die Zeit und lasse sie einfach ein paar Muscheln suchen. Um 14 Uhr muss ich die spätestens abgeben. Ich brauche natürlich eine Fotokamera, denn ich glaube, mit dem Handy kann ich das leider nicht machen. Dann werde ich ihr noch eine Kamera besorgen. Ja, und da mich die Kamera nichts kostet, habe ich direkt mal die professionelle Kamera besorgt mit einem sehr schönen Objektiv. Foto machen. Das ist doch eine sehr schöne Aussicht. Palmen gehen ja immer. Ich wusste ja gar nicht, dass hier oben auch ein Wasserfall zu sehen ist. Vielleicht mal mysteriöse Fußabdrücke. Ja, sie hat natürlich jetzt alle Bilder schon gemacht. Dann, zeichnen. Ja, sehr gut. Justin war erfolgreich. Richtig klasse. Und er hat ein bisschen Geld nach Hause gebracht. Oh, das hat sie doch sehr schön gemacht. Ja, Justin kann ich jetzt natürlich hier nicht hinbringen, denn er wird mir hier verbrennen und das wollen wir natürlich nicht. Und ich glaube, mit Daria sollten wir auch langsam wieder nach Hause, denn sie ist richtig müde. Also so wie es aussieht, schafft es Daria nicht pünktlich nach Hause. Ich schaffe es nicht pünktlich zum Briefkasten. Das ist ärgerlich. Misserfolg. Aber es hat dennoch 13 Simoleons eingebracht. Also es hat hier anscheinend nur Misserfolge geregnet. Laura einen Misserfolg, Toni Misserfolg, Daria hatte einen Misserfolg, Anthony hatte einen Misserfolg. Justin war wohl der Einzige, der einen Erfolg hatte. Brooklyn ist anscheinend noch bei der Arbeit. Die Fotos hier waren natürlich nicht umsonst. Ich werde diese verkaufen, an Herausgeber verkaufen. Fotografie ist schrecklich, ja. Deswegen hast du es wahrscheinlich nicht pünktlich geschafft. Wir werden jetzt alle Bilder verkaufen. Aber immerhin war sie etwas erfolgreich und hat ein paar Muscheln gefunden. Und das ist so was Tolles. Ach, Brooklyn war in der Theater AG? Nee. Sie war arbeiten, aber auch sie hatte einen Misserfolg. Oh, wow. Was soll bloß aus euch werden? Brooklyn war die Einzige, die richtig fleißig war. Das meiste Geld hatten wir in Evergreen Harbor gesammelt. Den besten Gelegenheitsjob hatte Justin.
Wir haben für das nächste Haus nicht viel Geld, aber ich werde trotzdem mal schauen, was ich draus zaubern kann. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und ich sag bis zum nächsten Mal. Tschüss!